Ich möchte jetzt schon mal ein bisschen anfangen, Termine anzusagen, weil es heute wirklich ein Haufen ist. Also zunächst mal denke ich, was ganz wichtig ist, diesen Donnerstag treffen sich am Fasanenhof oben eine Bande von Verschwörern zur sogenannten Tunneltaufe. Und das sollen sie natürlich nicht ohne uns machen. Deshalb, wer kann, sollte sich bitte für diesen Donnerstag freinehmen. Der Fulda Bahnhof ist noch nicht genehmigt. Er ist noch nicht einmal endgültig geplant. Es wird nämlich gerade eine Sparversion aufgelegt. Und trotzdem fängt man mit dieser Super-Protz-Tunnelbohrmaschine, mit diesem Super-Penis von Herrenknecht da oben an rumzuprotzen. Und herzlich eingeladen sind dann am Nachmittag ab 14 Uhr alle Menschen, denen die Technik und vor allen Dingen die Mammuttechnik besonders eindrucksvoll erscheint. Und damit versucht man ja den Leuten immer wieder die Köpfe zu vernebeln, wenn man sagt, schaut mal, was für eine großartige Technik wir hier haben und wie wir da in den Berg einbohren können. Aber was das Ganze kostet und was für einen Sinn das Ganze hat, das soll dabei einfach vernebelt werden. Und dagegen wenden wir uns. Ich sage jetzt noch ein bisschen was Genaueres dazu. Also, wo kommt das? Ja, also erstmal nochmal das Prinzip, was da angewendet wird, das kennen wir ja. Das haben wir bereits erlebt am Südflügel, das haben wir erlebt am Nordflügel, das haben wir erlebt am Schlossgarten, wo jedes Mal zerstört wurde und nur aus einem einzigen Grund, nämlich der dumme Bürger sollte eine aufs Maul kriegen und wissen, wo Bartel den Most holt. Viel zerstören, aber nichts dabei gewinnen, bloß die Bürger für dumm verkaufen. Und das müssen wir jetzt seit Jahren aushalten und deshalb machen wir auch. Die Kampagne gegen die Tunnelbohrmaschine und die Blockadegruppe rufen zu dieser Veranstaltung am Donnerstag auf. Man fährt dafür mit der U12 bis, jetzt flattert mir gleich alles davon. Die U12 war für was anderes, das kommt später noch. Also die U6 Richtung Fasanenhof und dort geht es, Moment, gleich bis zur Endstation der U6, ja, tut mir leid, Fasanenhof Schelmenwasen, um 8.30 Uhr sollen möglichst alle, die können dort erscheinen, ausgerüstet mit Klobürsten fürs Weihwasser, mit Glocken statt Pfeifen und Gebetsteppichen zum Verweilen. Und dafür gibt es noch eine besondere Vorbereitung. Thomas Felder, der hier ja auch schon auf der Bühne gestanden hat, öfters, bereitet heute Abend mit allen Freunden der Sangeskunst, die schon ein bisschen Übung haben, einen Choral vor, den er selbst gesetzt hat, mit dem Titel Damit wir klug werden, und greift damit schon auf den evangelischen Kirchentag vor. Die Uraufführung dieses Chorals soll am Donnerstag auf dem Fasanenhof vor der Kulisse Herrenknecht stattfinden. Also alle, die da mitsingen möchten und ein bisschen singen können, heute Abend um 7:30 Uhr im Parkschützerbüro mit Thomas Felder. Das macht bestimmt Spaß. Und bestimmt Spaß macht jetzt auch, wenn der Thorsten Grill und der Eckehardt nochmal eine Runde weiterspielen. Lenkungskreis Jazz, bitteschön.